Jetzt kommt das Rezept mit Nduja, dieser Wurst aus Kalabrien, Sizilien, muss ich nochmal genau googeln. Ich gebe zu bedenken, es ist nicht jedermanns Sache. Die Wurst an sich ist sehr scharf, aber natürlich nicht so scharf, dass man sie nicht gut essen kann. Also das ist für Leute, die ne, mit so einer südländischen Küche groß geworden sind wie ich, ist das spürbar scharf, aber bei weitem nichts, was man nicht essen könnte. Es gibt aber ein paar empfindliche Persönlichkeiten, die könnten das nicht essen. Also, bevor man das großartig ausprobiert mit dem Duja, würde ich das gegebenenfalls mal ausprobieren. Ansonsten sensationell. Ja, ihr zieht euch das mal rein. Sehr ganz tolles Rezept. Die Inspiration dazu ist übrigens, ich habe vor Jahren mal auf dem Weg nach Istrien haben wir in München übernachtet bei Freunden. Und da gehen wir immer um die Ecke in so eine L'Osteria. Also, ob das jetzt ein richtiger Italiener ist, würde ich sogar eher bezweifeln, aber halt L'Osteria, italienischer Name. Und da ist das eine der Vorspeisen gewesen. Es war aber nicht erkennbar, dass da ein Nduja drin ist und ich wusste auch nicht, was es ist. Ich habe dann die Kellnerin gefragt, die wusste es auch nicht. Da ist der Koch extra gekommen und hat das dann erzählt. Und ich habe mir sofort gedacht, das muss ich irgendwie nachkochen, beziehungsweise diese Wurst mal verwenden. Und in dem Supermarkt, in dem ich immer regelmäßig einkaufen gehe, die haben das tatsächlich immer da in der Wursttheke. Und ja, also sensationell. Und wer das mag, viel Spaß beim Nachkochen. Man kann mit Nduja natürlich noch viel mehr machen als dieses Rezept.
Essen ist fertig und dann wollen wir mal mit einem Stück Weißbrot das schöne Essen zu uns nehmen. Anders als man das erwarten würde, ist die Schärfe von dem Nduja unheimlich präsent, aber nicht unangenehm. Braucht auf gar keinen Fall zusätzlich schärfen oder so, sonst wird das zu heftig. Es ist super lecker. Die Nduja-Wurst ist natürlich super präsent, aber darum geht es ja in diesem Rezept. Und mit der Aubergine und der Mozzarella obendrauf, sensationell. Richtig lecker. Sehr gut. So, überbacken Auberginen mit Nduja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne ein mag ich, ein Like vergeben. Gerne auch Kommentare schreiben. Ich beantworte die auch. Nicht schnell, aber mindestens innerhalb von 24 Stunden. Ich würde mich sehr freuen. Und natürlich, wem der Kanal gefällt und wer hier öfter reinschaut, natürlich gerne auch den Kanal abonnieren. Also viel Spaß beim Nachkochen, bei diesem tollen Gericht und dieser tollen Zutat, dieses Nduja. Und bis demnächst. Tschö.